Doch! Na, mein ostdeutscher Freund. Was für ein Zufall, dass du hier bist. Lang nicht gesehen. Ja. Hast du was Neues? Ja, ich hab was Neues. Zeig ich mal. Ja, ich muss erst mal. Ja, ich war diese Woche unterwegs und wie soll ich sagen, ich habe eigentlich was gekauft, was ich gar nicht haben möchte. Also, naja, schon, sonst hätte ich es nicht gekauft, aber mein Wunsch muss ich zugeben und meine Nummer 1 356. Aber der ist es nicht geworden, weil es ganz, ganz schwer ist, was mit Patina zu finden und das auch noch irgendwo, ja, nicht sechsstellig enden zu lassen. Also, es ist schon krass. Aber es ist ein Porsche geworden. Also müssen wir jetzt mal, gucken wir jetzt mal. Ja, und das ist der Porsche in seiner vollen Pracht. Das Ganze ist ein Porsche 912 von 1965 und nicht, dass ich mir das jetzt schönreden möchte, aber es ist so ein Viertel 356. Also wir haben, wie gesagt, einen 912. 1965 gab es viele Besonderheiten und dieses Auto, so wie es hier steht, ist eines der allerersten. Es gab so gesehen keine Vorserie, aber mal, ich nenne es mal so, um euch das zu erklären. Also das ist wirklich ein ganz frühes Auto, das wurde ein halbes Jahr nur gebaut und hat ganz viele besondere Feinheiten, die ich euch gleich zeigen werde. Aber erstmal zum Grundauto. Dieses Auto ist der Ur 911, also der 911er Porsche. Ist hieraus entstanden bzw. war fast baugleich, also die ganzen Formen und so weiter, so sieht auch der erste 911 aus. Für den Laien erstmal gar nicht zu unterscheiden, aber 912 heißt, wir haben hier vier Zylinder und der 911 schon immer sechs Zylinder. Beides Boxer, beides luftgekühlt. Dieser Motor stammt aus den Super 90 356 Porsche. Wir haben 90 PS, daher auch der Name. Ja, und das ist für die Zeit schon gut gemacht und der Kamerad hier, der läuft auch ganz gut. Der läuft noch nicht perfekt, da ist noch viel Arbeit dran, aber wenn die Pferde da sind, dann ist das schon wirklich allerhand. Also macht Spaß, zumindest das Potenzial ist da. Was kann ich euch sagen? Genau, die Historie. Ihr wisst, ich liebe sowas und das Auto hat sowas, das hat alles. Das hat bestimmt auch noch originale Fotos, aber da müssen wir noch ein bisschen Zeit investieren. Erstmal zur Vorgeschichte. 1965 im August wurde dieses Fahrzeug an Franz Pistorius ausgeliefert. Das ist ein Künstler, damals schon namhafter Künstler gewesen. Und er hat sogar die Ehre bekommen, er hat sich im Armaturenbrett verewigt. Also von Porsche direkt hat er ein Schild ans Armaturenbrett bekommen. Und dieser gute Herr hat bis 1969 das Fahrzeug gefahren, hat es dann über einen Autohändler an einen US-Soldaten verkauft, der in Deutschland stationiert war. Und dieser US-Soldat, der hat das ganze Auto dann mit nach Amerika genommen. Dort ist es auch bis vor 10 Jahren gewesen. Hat in Amerika einen zweiten Lack bekommen in der richtigen Farbe, in diesem Blau. Oh, ich muss jetzt nachgucken, ich bin mir nicht gerade sicher, ob das Bali-Blau ist, aber auf jeden Fall dieser Blauton stimmt und er wurde wieder aufgebracht. Was dabei gewechselt wurde, ist dieser Kotflügel. So eine ganz kleine Besonderheit, der hat normalerweise 4 Schraublöcher, das hat der rechte noch, der hier nur 2. Fällt optisch erstmal gar nicht auf, ich habe es euch gesagt. So, was haben wir ansonsten? Ja, das Fahrzeug ist natürlich komplett nummerngleich, also Matching Numbers. Das heißt, Motor ist noch der originale, das Getriebe 5-Gang, das ist besonders zu der Zeit, also war aufpreispflichtig. Das ist verbaut. Das Einzige, was nicht überlebt hat, das ist dem Vorbesitzer zu schulden, der hat sich das mal gemopst, ist das Holzlenkrad. Das ist nicht mehr drin, das wird hoffentlich von mir wieder ergänzt. Ja, und ansonsten haben wir hier eine traumhafte Patina, die ihre Geschichte erzählt. Und wir haben aber auch viel Rost.
Das geht leider nicht ohne. Es geht schon ohne, aber in dem Fall nicht. Also das Ganze wird uns noch länger begleiten. Das ist jetzt nicht, dass wir in 2 Monaten am Wörthersee damit stehen. Ich habe die leise Befürchtung, dass es erst 2020 wird. Aber wir nehmen euch mit, wir zeigen euch das. Der nächste Schritt ist Trockeneisstrahlen beim Robin Strahlwerk Deluxe. Das wird nächste Woche passieren. Also wenn ihr das Video seht, dann ist es vielleicht gerade dabei. Und dann müssen wir Schadensbegutachtung machen und dann geht er wahrscheinlich zu Classic Constructions und wird durchgespeist. Aber das Ganze zieht sich natürlich. Also der Unterboden ist morsch. Da kann man, Fred Feuerstein ist es noch nicht ganz. Das ist mein erster Porsche. So, und dann hier drin. Genau, hier drin geht es weiter. Also die Besonderheiten bei diesem Modell, das geht eigentlich hier schon los. Also ich habe mir das auch vom Vorbesitzer mit erklären lassen, der ein Porsche Spezi ist, beziehungsweise von dem Vermittler. Diese Leisten, das gab es nur 65, die Türgriffe, das ist alles anders bei dem Auto. Ansonsten, wenn wir, du lugst mal hier rein, ich mach mal drüben auf. Wenn wir hier reinschauen, sehen wir ein lackiertes Armaturenbrett. Und das ist, das haben nur wirklich die ganz frühen Modelle bekommen. Auch dieser Teppich, der hier noch zu sehen ist, das ist so gesehen ein Teppich aus dem 356. Angepasst natürlich an dieses Auto. Auch diese Sitze sind besonders. Kunstleder mit Stoff, 7 Rippen, normalerweise 6. Auch das ist mehr oder weniger 356 Ausstattung, die nur für dieses Fahrzeug dann gewählt wurde. Der Schaltknauf 356. Wir haben noch den ersten Zündschlüssel. Da ist er. Porsche typisch sitzt das Zündschloss links. Also das ist auch für die, die es nicht wissen. Und der erste Gang auch hier unten. 5-Gang, hatte ich ja schon gesagt. Das ist auch so typisch 356. Das wurde aber dann halt beibehalten, also das hatte ja auch der 911. Diese Sitzschalen. Ja, Elektrik funktioniert. Kilometerstand 192.000. Eine Motorrevision hat der Ganze schon hinter sich. Ja, für mich natürlich sehr schön, dass die Innenausstattung braun ist, weil 912 normalerweise immer schwarze Innenausstattung, also die späteren Modelle, und das ist gar nicht mein Fall. Gucken wir mal hinten rein. Auch hier alles wunderschön original. Diese Luftfilter, auch nur 65 verbaut. Hier fehlt ein kleines Stück. Ja, ansonsten, der Gute läuft. Und wir haben hier eine wahnsinnige Patina. Also wenn ich das hier sehe, wie der Lack matt ist, ich weiß wirklich noch nicht mal, ob ich das Auto aufbereiten lassen will, weil ich finde, das hat sehr, sehr viel Charme, wenn der matt ist. Auch das Dach, wunderschön. Dieses Porsche-Zeichen mit dieser Patina, ist das sexy. Auch das, frühes Baujahr. Mega. Und hier, oh. Naja, natürlich nicht so, sondern so, ist dann unser Kofferraum. Auch der Teppich, original, und das ist schon ein super geiler Zustand. Bordwerkzeug, natürlich habe ich vergessen noch zu sagen, also die Historie ist dementsprechend bekannt, dass auch der erste Brief da ist. Also wirklich der erste Brief von Porsche. Wir haben ein Datenblatt. Also deshalb weiß ich auch, wie das Fahrzeug ausgeliefert wurde, auch mit diesen verchromten Stahlfelgen. Das passt auch. Ja. Ich weiß nicht, was soll ich euch noch sagen? Es ist schon ein cooles Auto. Also der wird halt echt noch cool, wenn wir damit fertig sind. Aber da ist noch sehr, sehr viel Arbeit. Ich wollte euch das Ganze erstmal zeigen. Ihr habt schon gemerkt, wie begeistert ich bin. Wegen der Historie, wegen der Seltenheit, wegen dem Originalzustand. Ja, es ist eine Herausforderung, blechmäßig, als auch mit der Innenausstattung, wie wir damit umgehen, weil die Innenausstattung ist grenzwertig, ohne also das Fahrzeug nutzen zu können, ohne damit Schaden anzurichten. Aber da sind wir noch nicht.
Deshalb hat zum Beispiel auch der Fahrersitz diese Klarsichtfolie, damit man den Sitz sieht, aber sich trotzdem draufsetzen kann, ohne dass alles zerfliegt. Ja. Ich denke, zurücklehnen, genießen und das Auto wirken lassen. Weil das war zu der Zeit schon sexy und das ist es heute erst recht.